Hallo miteinander, da steckst du's 19. Der Mann da, der gefällt mir noch. Naja, ich möchte euch gerne ein Spiel zeigen. Es heißt Murdered Soul Suspect. Es könnte mein neues Let's Play werden, mal schauen. Ich nehme jetzt sicher mal ein paar Teile auf. Weil ich bin vorher drinnen gewesen und das gefällt mir recht. Ich bin im Moment eh ein bisschen auf dem Detektiven-Trip. Und ich weiß nicht, ob ihr es kennt oder nicht, aber wir schauen es mal an zuerst so. Das Intro, ja, überschreiben. Ich bin nicht weit gewesen. Jetzt habe ich geschwind die Schnurren. Serienmörder terrorisiert die verschlafenen Straßen Silent. Dieses Bild einer Glocke, eine Visitenkarte, deren Bedeutung sich die Polizei Die Bedeutung des Glockensymbols bleibt ebenfalls ein Rätsel. Als Sprecher des Salem Police Department drückte uns Jeder, der über Hinweise verfügt, wird gebeten, die anonyme Polizeihotline anzurufen. Diese primitive Zeichnung einer Glocke wurde in den letzten Wochen an Tatorten Es gibt keine Verbindung zwischen den Opfern. Das ist also die Bedeutung einer Glocke. Das heißt, es gibt keine Hinweise? Keinerlei Hinweise? Wenn du auf der Straße aufwächst, glaubst du seist unbesiegbar. Nichts kann dir was anhaben. Du verlierst nie wirklich. Dann willst du nur einen Spinner verhaften und stellst fest, dass du gar nicht so unbesiegbar bist. Was ist denn Ronan für ein Name? Das Kind hat mein Portemonnaie geklaut! Jetzt ist es offiziell. Das tut weh! Wer mein Auto klaut, der bezahlt dafür! Wir verhaften Sie wegen des Angriffs auf Vincent Coulthier. Schuldig befunden des zweifachen Autodiebstahls. Angeklagt des Einbruchs. Des schweren Diebstahls und des Angriffs mit einer Waffe. Lass mich das machen. Ich kann meine Schwester ja nicht irgendeinen Penner heiraten lassen. Ich will. Natürlich will ich. Nein. Nein, Julia. Bleib bei mir, hörst du? Julia. Nein, bleib bei mir. Bleib bei mir. Deine Familie hat sich mit ihren Verbrechen geschmückt. Und jetzt glaubst du, dein neues Abzeichen macht alles wieder gut? Schissener Krimineller! Mach mal halblang, Mann. Okay? Verrückt. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du bist lebensmüde. Umdrehen. Sie sind verhaftet. Puh. Gerade erst aus dem Fenster geht und schon eine Ziege in der Fresse. Habe ich das überlebt? Bleib wo du bist, Drecksack. Ich komm wieder hoch. Yep. Du hast das Recht zu schweigen. Jeder Kopf, den du aus dem Fenster wirst, wird dich jagen und dir in den Arsch treten. Ah, ist ein härter Sieg. Ich finde, das Intro ist eines der geilsten, die ich je gesehen habe. Seine Tattoos zeigen so alles. So, mega cool. Verdammt abgeschlossen. Der Griff bewegt sich nicht mal, er klemmt. Wow. Aufgepasst, Lady. Was ist los? Wieso macht es jetzt wieder zu? Oh. Nein, nein, nein! Ich kann auch nicht, wieso das so geslaggt während der Sequenz, aber das ist so irgendwie.
Ja, das sind wir, liebe Leute, das sind wir. Ich lebe noch. Ich habe noch eine Chance. Wenn ich in meinen Körper zurückkehre, dann vielleicht. Vielleicht wache ich ja auf. Okay. Blöpp. Blöpp. Los, gehen wir dem Drecksiech in den Arsch ginken. Yeah. What? Komm schon. Jemand muss das Glas splittern gehört haben. Oh shit. Nein, 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 nein. Komm schon! Scheiße! Jupp, wieso schiesst er eigentlich in die Dings? Und nicht ins Herz. Okay. Ich finde es so creepy auf eine Art. Und jetzt? Wow, lags. Da wo es hell ist, lags. Ronan? Ist das Julia? Yeah. Wieso hat sie einen Körper? Ich kann nicht glauben, dass ich dich gefunden habe. Julia, ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Du siehst gut aus. Danke. Tja, geht so. Gott, habe ich dich vermisst. Ich würde alles geben, dort bei dir zu sein. Hm? Wieder mit dir zusammen zu sein. Aber... Was? Oh. Nein. Oh, nein, 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 nicht schon wieder, nicht du. Wenn du nicht hier bist, wo dann? Auf der anderen Seite der Brücke. Brücke? Was? Welche Brücke? Bist jetzt in einem Gefängnis. Oder auf einer Brücke. Kommt darauf an, wie du es siehst. Jedenfalls bist du dort nicht sicher. Hörst du mich? Wir müssen dich über die Brücke bringen. Du musst weiterziehen. Okay. Weiterziehen? Dahin, wo du bist? Sorg dich nicht um mich. Etwas in deinem Leben... ist noch nicht abgeschlossen. Wir haben nicht viel Zeit. Denk nach. Was in deinem Leben ist ungeklärt? Ich weiß es nicht. Tja, mein Mord. Hör es raus. Jetzt geh. Nein, Julia, beim letzten Mal war ich am Boden zerstört. Bitte verlass mich nicht nochmal. Wir sehen uns wieder, Liebster. Aber jetzt, bitte dich selbst. Okay, versuchen wir das. Julia, Julia! Geh nicht, Julia! Verdammt! Hallo? Da liegt ein Mann auf der Straße vor dem Wiggle Apartments. Er wurde angeschossen. Schicken Sie einen Krankenwagen. Er atmet nicht. Mein Freund sagt, er atmet nicht. Ich fühle keinen Puls. Hier ist überall zerbrochenes Glas und jede Menge Blut. Mann, das ist übel. Ja, ich bleib in der Leitung, bis Hilfe kommt. Gut. Will ich dir erraten? Hey Mann, kannst du mich hören? Nicht wirklich, aber musst es probieren. Ich weiß nicht, was ich würde machen, wenn ich ein Geist wäre. Sieh da, bitte. Kein Glück. He? Verdammt. Wo? Hey, du. Hey, hörst du mich? Sie hat mich gehört. Ist sie auch ein Geist? Er ist noch warm.
Hey. Wow. Ich bin ein Geist. Yeah. Man sieht sogar Abdrücke. So geil. Ektoplasma, oder wie das heisst. Wow, was kann sie? Teleportieren. Bleib da. Wow. Da komme ich nicht durch. He? Oh, aber da. Durchs reale Zeug kommt man durch und durchs Geisterzeug nicht. Voll cool. Hey, warum bist du weggerannt? Es wird langweilig, den neuen Ratschläge zu geben. Nimm's nicht persönlich. Durch Wände rennen, Dinger scheinen lassen, sieht aus, als wärst du schon eine Weile hier. Du musst wissen, wie dieser Ort funktioniert. Funktioniert? Dieser Ort ist nicht schwer zu verstehen. Wenn du deine Gaben erkennst, wirst du hier nicht lange festsitzen müssen. Okay. Was meinst du mit Gaben? Was meinst du mit Gaben? Deine Stärken im Leben steigern sich im Tod. Hier werden sie zu Kräften. Einige Kräfte sind einzigartig, einige verbreitet. Besitz ergreifen, Leute beeinflussen, schwächere Geisterobjekte so manipulieren, dass sie erscheinen oder verschwinden. Mhm. Stärken werden zu Kräften. Warum kann ich nicht durch alles durchgehen? Ich hatte gerade eine Tür getroffen, aber durch andere Sachen kann ich gehen. Was ist los mit diesem Ort? Ich dachte, ich kann durch alles laufen. Wir können keine Gebäude betreten, die von den Bewohnern Salems gesegnet wurden. Außer durch eine Öffnung. Mhm. Eine offene Tür. Also Segnungen sind unsere... Wenn wir aber einmal drin sind, halten uns Wände und Türen nicht mehr auf. Die Geisterobjekte, durch die wir nicht hindurch können, erkennst du an ihrem blauen Schein. Mit der Zeit wird dir alles logisch erscheinen. Okay. Wie kann es sein, dass ich da eingeschlossen worden bin? Wer bist du? Du scheinst schon eine Weile hier zu sein. Ich? Ich bin bloß jemand wie du. Aber bedenke meine Worte, das hier ist kein Spielplatz. Du kannst dir deine Zukunft nehmen oder andere tun es für dich. Hm? Also wir können da übrigens noch rein. Könnt uns das noch genauer anschauen. Einfach so ein Zusammenfassungsding. Wie kann ich mir meine... Ja. Wie kann ich mir meine eigene Zukunft nehmen? Sag mir das. Tut mir leid. Ich verstehe nicht, wovon du sprichst. Wie kann ich mir meine eigene Zukunft nehmen? Du bist hier, um etwas zu klären. Klärst du es nicht? Kannst du nicht weg. Keine Sorge, das passiert recht oft. Oft? Das ist verrückt. Die ganze Situation ist verrückt, Mann. Wer sind die anderen? Was meinst du, andere können meine Zukunft stehlen? Dämonen. Oh, shit. Die waren einst wie wir, haben sich aber selbst verloren. Sie sind für immer hier gefangen und existieren ausschließlich, um jene zu verzehren, die hier verweilen. Solche wie uns. Verstanden. Okay. Dämonische Bedrohung. Also muss ich herausfinden, wer mich umgebracht hat und ihn aufhalten. So komme ich hier weg. Bist du sicher? Nun, viel Glück dabei. Danke, Mike. Warte, ich muss noch mehr wissen. Wow. Yo. Bist du ein Dämon? Vorsichtig da draußen. Wer weiß, was hinter der nächsten Ecke lauert. Ich glaub's so nicht. Seltsam. Aber da unten ist sicher irgend so ein Höllentor. Ich lauf nicht rein. Ich probier's nicht. Wir gehen lieber zurück. Nicht geklärte Sachen. Okay. Dämonische Bedrohung. Wieso kann ich es nicht anschauen? Ja, whatever. Ja. Das weiss ich auch, das Sprinten. Wir müssen jetzt zurück zum Tatort. Ah, da kann ich nicht durch. Da nicht. Schade. Schwups. Ja, wir wollen zurück da in die Stadt. Creepy. Der erste Part lasse ich ein bisschen länger, weil wir haben noch nicht wirklich viel gesehen. Auf der Straße liegen sehen.
Es ist, als blicke man in einen Spiegel, den man nicht sehen will, aber man kann sich nicht abwenden. Und dann fällt einem auf, man weiß nicht, welches echt und welches das Spiegelbild ist. Scary. Großartige Idee, Baxter. Mit Beweisen herumhantieren. Tsch, was ist das für eine? Verstärkung. Wer braucht Verstärkung? Ah, der, der mir am Anfang zusammengeschissen hat, hä? Huh? Das nicht versuchen sollen, zu uns zu gehören. Hm. Mann! Du warst ein echt dämlicher Hurensohn. Oh, wow. Hey, Baxter, hey, hey. Mach einfach weiter mit den Zeugenaussagen. Mach schon. Klar, ich bin hier der... Und eher nicht. Lieutenant. Also, erweisen Sie ihm die letzte Ehre und dann gehen Sie wieder. Ja, das mag nicht mein Tatort sein. Aber es ist mein Fall. Es wird morgen mein Fall sein und am Tag danach. Bis wir ihn erwischen. Das sollten Sie sich gut merken, Sergeant. Ich folge nur den Anweisungen des Captains. Sie kennen die Prozedur, wenn ein Familienmitglied... Gut, okay. Familienmitglied? Bin ich... Lassen Sie sich ruhig Zeit, Lieutenant. Brüder oder Schwager oder so. Ich weiß nicht, wie oft ich mir gewünscht habe, du wärst tot. Ernsthaft. Tu mir einen Gefallen, Carman. Sag Julia, dass ich sie vermisse. Ja, ich glaube, der Bruder von der Julia. Das weiß sie. Rex. Ich muss die Fährte meines Mörders aufnehmen, bevor sie kalt wird. Mhm. Machen wir. Untersuchung beginnen. Vielleicht wissen Sie schon was. Haben Sie den Mann mit der Kapuze gesehen? Ja. Ich habe ihn gesehen. Er hat den Mann auf der Straße getötet. Zeugin. Wäre gut zu wissen, worüber Sie reden. Mhm. Ich muss sehen, ob Sie Hinweise gefunden haben, die ich noch nicht kenne. Okay. Ja, zuerst schauen wir selber nach Hinweis. Die Overkill. Sie müssen etwas bedeuten. Meine Waffe. Ah, Ersatzwaffe sogar. Letzte Zigarette. Mhm. Ist das auch noch etwas? Ah. Ja, wir können von Leuten Besitzer greifen, aber ich schaue zuerst erst an. Wir gehen gerade. In Stücken. Mhm. Und die 7 Kugeln. Ja, gut. Jetzt mal schauen. Schum. Jetzt sind wir ihm drinnen und wir können mit seinen Augen sehen. ist das auch die wichtigste Information? Nope. Probieren wir es nochmal. Man hat unten 3 Versuche. Ist das die wichtigste? Ja, das ist die wichtigste. Er hat keine Waffe gehabt. Müssen die Leute beruhigen. Okay, das sind seine Gedanken. Was sind ihre Gedanken? Wie sollen wir ruhig bleiben, wenn sie nicht mal ihre eigenen Leute beschützen können? What? Zum Glück bin ich kein Cop. Warum sind die Cops so schweigsam? Wissen sie nicht, dass die Presse ihnen helfen kann? Ja, geil. Warum muss ich eine Reportage in so einem Kaff machen? Es gibt immer 2 Gedanken, die man kann hören. Als ob sie einfach einen Schalter umlegt. Was ich tun soll, ich meine das. Okay, sei geduldig mit ihr. Sie ist aufgebracht. Sie ist solche Anblicke nicht gewohnt. Unter der Bettdecke verstecken.
Was hast du, Zacke? Was für eine Nacht, Herr Robinson? Ja. Krass. Ronan, unfassbar. Ich versteh's nicht. Warum war er hier? Er war lebensmüde. Wir erhielten einen Anruf, der Glockenmörder sei in dem Gebäude. Ronan antwortet, wartet nicht auf Verstärkung. Und bevor er sich versieht, versucht der Glockenmörder, ihm das Fliegen beizubringen. Und dann bam. Sieben in die Brust. Nächste näher. Du weißt wirklich nicht, wie du aufhören solltest, oder? Hast du dir mal seine Tattoos angesehen? Diesen ganzen Unterwelt. Ah, du bist ein Glatzkopf. Ein Nazi. Lebt, stirbt auch wie einer. Er war einer von uns, Arschloch. Schade, seine Gedanken würde ich gern lesen. Habt ihr noch etwas gesehen? Gut, dass ich nicht hier war, als es passiert ist. Und du? Ich erzähle, glauben die Leute, es sei aus einem Film. Ich weiß leider nicht, wo der 8. Hinweis ist. Aber wir könnten sie probieren beeinflussen und die Erinnerungen vorholen. Die wichtigste Erinnerung. Wir sagen der Glockenmörder. Ja, ich weiß es von vorher, bla bla bla. Ich hab ihn gesehen. Den Mann mit der Kapuze. Draußen. Er hat zur Wohnung im obersten Stockwerk hochgesehen, glaube ich. Okay. Ja, sag's im Kopf bitte noch. Also, wir haben es jetzt herausgefunden. Und wir können die Ermittlungen abschliessen von diesem kleinen Teil. Genau, da kam aus einem bestimmten Grund her. Aber aus welchem? Ja. Ich muss eine Spur finden. Wir müssen reinkommen. Aber wir können ja nicht, weil es gesegnet ist. Und da oben müssen Hinweise sein. Ein Weg hinein und er ist verschlossen. Fantastisch. Oder auch nicht. Das ist und da kommt gerade ein anderer raus. Die hat nur darauf gewartet. Zeit haben sie, ja. Was ist mit dir? Entschuldigung, muss ich jedes Mal, wenn ich irgendwo rein will, darauf warten, dass jemand eine Tür öffnet? Ja, es kann etwas schwierig sein, in geweihte Gebäude zu gelangen. Aber wenn du einmal drin bist, läuft alles glatt. Okay. Das gleiche gilt fürs Verlassen. Offene Türen, Fenster, ganz egal. Alles ist erlaubt. Okay. Für wie viele Gebäude gilt das? Hier? Für so gut wie alle. Keine Sorge, du gewinnst dich dran. Ja, wir haben ja genug Zeit. He? Also, es ist auf jeden Fall offen. Wir können reinhuschen. Yeah! Cool. Kalte Schauer, hä? Hey, Sarge, 10-19. Ich hab sie zum Tatort zurück. Okay. 10-4. Wow! Bitte nicht! Creepy. I don't like that shit. Also. Wow. Okay. Also wir können einfach durch jede Welt. Cool. Wo bin ich? Aha. Okay. Also, Leute. Ich möchte hier gerne den Part beenden. Wir gehen hier einfach durch die Wand durch und sind wieder am Anfang. Ich finde es tierisch cool. Es ist mal etwas anderes. Wir sehen uns nächstes Mal wieder mit Murderer. Soul Suspect oder sowas. Ich sag's im nächsten Part, wie es richtig heisst. Bis dann. Peace.